Heute stelle ich euch auf Wunsch eines Abonnenten das isländische Spiel Ad Elta Stelpur, zu Deutsch die Mädchenjagen, vor. Bei Ad Elta Stelpur handelt es sich um ein Spiel, welches im späten 19. Jahrhundert in Island populär wurde. In der Literatur finden sich frühere Beschreibungen isländischer Spiele, die auf Ad Elta Stelpur passen könnten, jedoch sind diese Zuordnungen nicht gesichert. Ob es sich hierbei also um ein Spiel handelt, welches bereits von den Wikingern gespielt wurde, ist unklar. Ad Elta Stelpur ist auf einem normalen Backgammon-Brett spielbar. Ziel des Spiels ist es, alle Mädchen, also alle Spielfiguren des Gegners, zu fangen. Material: Wir brauchen ein Backgammon-Brett, zwei sechsseitige Würfel, sechs schwarze und sechs weiße Spielfiguren. Anfangsaufstellung: Die Spieler sitzen sich am Spielbrett an der Längsseite gegenüber. Ihre Figuren werden jeweils auf die linken sechs Felder ihrer Seite gesetzt. Die Eckfelder jedes Viertels des Spielbretts haben in der Endphase des Spiels eine besondere Bedeutung, zu der wir später kommen. Würfel: Zu Beginn würfelt jeder Spieler einen Würfel. Der Spieler mit der niedrigsten Zahl beginnt das Spiel. Im eigentlichen Spiel werden vom Spieler beide Würfel gewürfelt und einzeln ausgewertet. Immer gewertet werden nur die Zahlen 1 und 6. Die Zahlen 2, 3, 4 und 5 werden nur bei einem Pasch gewertet. Zugregeln: Gezogen wird gegen den Uhrzeigersinn. Es darf sich jeweils nur eine Figur auf einem Feld befinden. Erreicht eine Figur ein Feld, wo sich bereits eine eigene Figur befindet, so ist der Zug ungültig. Erreicht eine Figur ein Feld, wo sich eine gegnerische Figur befindet, so wird die gegnerische Figur geschlagen und vom Brett genommen. Basisregeln: Bei einer 1 bewegt der Spieler einen Stein um ein Feld gegen den Uhrzeigersinn. Bei einer 6 bewegt der Spieler zwei Steine um jeweils sechs Felder gegen den Uhrzeigersinn. Er kann auch zweimal den gleichen Stein ziehen. Also bei einer 6 könnte ich mit diesem Stein 1, 2, 3, 4, 5, 6 Felder gehen. Und mit diesem Stein 1, 2, 3, 4, 5, 6 Felder. Oder ich könnte mit diesem Stein 1, 2, 3, 4, 5, 6 Felder gehen. Und mit dem gleichen Stein 1, 2, 3, 4, 5, 6, nochmal 6 Felder. Hier würde ich jetzt auf ein Feld kommen, wo bereits eine gegnerische Figur ist, die dann geschlagen wird. Wobei es eine Sonderregel gibt: Wenn im ersten Wurf des Spiels bei einem Spieler eine 6 gewürfelt wird. Aber dazu komme ich später bei den Sonderregeln. Bei einem Pasch werden die Züge verdoppelt. Zudem darf der Spieler nochmals würfeln. Bei einem Einer-Pasch darf der Spieler zwei Figuren um jeweils ein Feld bewegen. Ich könnte also diese Figur um ein Feld bewegen und dann diese Figur um ein Feld. Oder ich könnte eine Figur erstmal um ein Feld bewegen und dann nochmal um ein Feld. Auch bei einem Sechser-Pasch werden die Züge verdoppelt. Da schon bei einer einfachen 6 zweimal die 6 gezogen werden darf, darf bei einem Sechser-Pasch insgesamt viermal die 6 gezogen werden.
Ich könnte also bei diesem Sechserpasch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, insgesamt 4 verschiedene Steine um jeweils 6 Felder ziehen. Ich könnte einen Stein zuerst um 6 Felder ziehen, dann nochmal um 6 Felder ziehen, dann nochmal um 6 Felder ziehen und nochmal um 6 Felder ziehen. Also insgesamt 4-mal um 6 Felder ziehen oder jede andere Kombination. Also einen Stein 3-mal ziehen, einen anderen 1-mal oder 2 Steine jeweils 2-mal um 6 Felder ziehen. Wird ein Zweierpasch gewürfelt, so darf ich 2 Figuren um jeweils 2 Felder bewegen. Auch hier entweder 2 verschiedene Figuren oder eine Figur 2-mal um 2 Felder. Bei einem Dreierpasch kann ich 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2 Figuren um jeweils 3 Felder ziehen. Oder eine Figur, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2-mal um 3 Felder. Bei einem Viererpasch oder Fünferpasch wird die Regel analog angewandt, also 2 Figuren um 4 Felder oder eine Figur 2-mal um 4 Felder oder beim Fünferpasch 2 Figuren um 5 Felder oder eine Figur 2-mal um 5 Felder. Es ist bei jedem Zug wichtig, dass die Doppelzüge jeweils einzeln gezogen werden müssen. Wenn ich also einen Fünferpasch habe und würde mit dieser Figur ziehen wollen, kann ich nicht hingehen und das einfach zusammen addieren und sagen, ich ziehe um 10 Felder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und mich hierhin bewegen. Sondern die Zwischenzüge müssen möglich sein. Ich müsste also zuerst einmal um 5 Felder ziehen. 1, 2, 3, 4, 5. Würde bemerken, auf diesem Feld ist bereits eine eigene Figur. Damit wäre der Zug ungültig und ich könnte den Fünferpasch nicht mit diesem Stein ziehen. Nachdem ein Paschwurf gezogen wurde, darf bei jedem Pasch erneut gewürfelt werden und der gleiche Spieler ist an der Reihe. Sonderregel: Würfelt ein Spieler in seinem allerersten Wurf eine 6, so muss er mit den beiden linken Figuren jeweils um 6 Felder nach vorne ziehen. Das heißt, es ist bei einer 6 im ersten Wurf nicht möglich, zum Beispiel hier diese Figur zu schlagen, indem ich mit der letzten Figur zuerst hierhin ziehen würde und dann hierhin, um die zu schlagen. Sondern ich muss immer, aber nur im ersten Wurf, mit den beiden letzten Figuren bei einer 6 ziehen. Ergibt sich im Verlauf des Spiels die Kombination 1, 6, muss zuerst die niedrigere Zahl gezogen werden, also die 1, und danach die 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wenn im allerersten Wurf eines Spielers diese Kombination fällt, eine 1 und eine 6, so gilt die Sonderregel, dass mit der 6 die beiden letzten Figuren um jeweils 6 Felder nach vorne gezogen werden müssen, vor der Regel, dass niedrigere Zahlen vor höheren gezogen werden müssen. Also nur im ersten Wurf ist es so, dass ich zuerst die letzten Figuren ziehen muss und dann eine Figur um ein Feld. Und da geht dann nur die erste Figur,
weil bei allen anderen Figuren ist das Feld davor jeweils von einer eigenen Figur blockiert. Würfel ich im ersten Wurf ein Patsch, so wird auch die Sechserregel im ersten Zug verdoppelt. Das heißt, es reicht nicht, dass ich die letzten beiden Figuren um 6 Felder bewege, sondern ich muss die letzten 4 Figuren um 6 Felder bewegen. Besitzt ein Spieler nur noch eine Spielfigur, so wird diese Horner Skeller genannt. Dann treten Sonderregeln in Kraft. Die Spielfigur darf sich nur noch zu den Eckfeldern bewegen. Es ist der Spielfigur also nicht mehr möglich, gegnerische Figuren, die sich nicht auf Eckfeldern befinden, zu schlagen. Würfelt der Spieler eine 1, so darf er zum nächstgelegenen Eckfeld gegen den Uhrzeigersinn rücken. Würfelt er eine 6, so muss er mit seiner Spielfigur zum übernächsten Eckfeld rücken. 1, 2. Würfelt er die Kombination aus einer 6 und einer 1, so rückt er nicht, wie es logisch wäre, um 3 Eckfelder vor, sondern nur um 2. Es wird so gewertet, als wenn nur eine 6 gewürfelt worden wäre. Ich würde also hier 1, 2 Felder weiterziehen. Bei einem Patsch wird wie üblich verdoppelt, wobei hier nur ein 1er Patsch zählt. Dann ziehe ich um 2 Eckfelder weiter oder ein 6er Patsch. Dann ziehe ich 1, 2, 3, 4 Felder weiter, könnte hier auch eine Figur schlagen, weil sie auf einem Eckfeld steht. Bei einem 2er Patsch, bei einem 3er Patsch, bei einem 4er Patsch oder bei einem 5er Patsch darf die Figur nicht bewegt werden. Es darf aber, wie bei allen Paschs, erneut gewürfelt werden. Die letzte Figur darf vom Gegner nicht geschlagen werden, wenn sich auf den Eckfeldern hinter und vor der Figur jeweils eine gegnerische Figur befindet. Die letzte Figur des Gegners darf nicht geschlagen werden, wenn die beiden angrenzenden Eckfelder belegt sind. In diesem Fall dürfte ich nicht mit der ersten 3 einfach hingehen und diese Figur schlagen, denn das Feld vor der Figur und das Eckfeld hinter der Figur sind beide belegt. Was mir möglich wäre, ist mit der ersten 3, 1, 2, 3, das Eckfeld vor der Figur freizuräumen. Nun ist es mir erlaubt, die Figur zu schlagen, weil die angrenzenden Eckfelder nicht mehr beide belegt sind, sondern nur noch das hintere. Es könnte im Spiel also so eine Situation entstehen. Die 3 wird nicht gewertet, weil hier kein Pasch vorliegt. Also darf ich eine Figur um ein Feld rücken. Von der letzten Figur des Gegners ist das Eckfeld vor und unmittelbar hinter der Figur belegt. Ich darf die also nicht mit meiner 1 schlagen. Ich müsste mit irgendeiner anderen Figur rücken. Gewinnregel: gewonnen hat, wer alle gegnerischen Steine geschlagen hat. Beispielpartie: beide Spieler würfeln mit einem Würfel. Der Spieler mit der niedrigsten Zahl, in diesem Fall Noel, fängt an. Noel hat eine 1 und eine 6 gewürfelt im ersten Wurf. Deswegen muss sie zuerst mit der 6 die beiden letzten Figuren um 6 Felder bewegen. Und jetzt kann sie noch eine Figur um ein Feld bewegen.
Ansonsten wird bei der Kombination 1-6 im Spiel natürlich zuerst der niedrige und dann der höhere gewertet. Nur bei dem ersten Wurf ist es so, dass die 6er-Regel alle anderen Regeln schlägt. Ich habe ein 6er-Pasch. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und die Bedingung, dass ich diese Felder beim ersten Wurf bei einer 6 leer räumen muss, habe ich erfüllt. Bei einem Pasch ist es aber so, dass die Regel auch für die nächsten beiden Figuren gilt. Also muss ich die rücken. Da ich einen Pasch habe, darf ich erneut würfeln. Diese Würfel zählen nicht, Noel ist dran. Die Würfel zählen nicht, ich bin dran. Ich habe eine 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich spiele den ersten Stein aus dem Spielfeld. Ich habe einmal die 6 abgearbeitet. Ich darf aber noch mit einer anderen Figur um 6 Felder ziehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gut, neue Liste. Gut. Ein Problem, was ich gerade gehabt habe. Ich wollte eben eigentlich mit dieser Figur ziehen. Dann hätte ich den Stein von ihr noch schlagen dürfen. Es ist aber so, in dem Moment, wo ich mit einer Figur ziehe und die loslasse, darf ich den Zug nicht mehr rückgängig machen. Das ist wie beim Backgammon. Weil ich bereits losgelassen hatte, konnte ich nicht einfach hingehen, die Figur zurücksetzen, die nehmen und dann ihre Figur schlagen. Deswegen immer aufpassen. Jetzt Besonderheit, ich habe einen Vierer-Pasch. Diesmal werden die Vierer gewertet. Ich rücke zuerst mit dieser Figur. 1, 2, 3, 4. Dann mit dieser Figur. 1, 2, 3, 4. Und darf erneut würfeln. Das wird nicht gewertet. Noel ist an der Reihe. Sie hat ein Einer-Pasch. Noel hat jetzt nur eine meiner Figuren geschlagen. Sie hätte mit dem Einer-Pasch auch zwei schlagen können, wenn sie mit dieser Figur zuerst ein Feld gerückt wäre und dann noch ein Feld. Da sie einen Pasch gewürfelt hat, ist sie nochmal dran. Und ich bin dran. Sie ist dran. Ich habe ein Einer-Pasch. Das hilft mir jetzt erstmal nicht weiter. Da ich ein Pasch habe, bin ich nochmal dran. Jetzt habe ich eine 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das geht nicht. Dann rücke ich mit dieser Figur. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und habe eine weitere ihrer Figuren vom Spielbrett gespielt. Noel ist dran. Ich habe eine 1. Dann kann ich diese Figur schlagen. Ab jetzt hat Noel nur noch eine Figur übrig. Nun kann sie nur noch die Eckfelder belegen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ich habe alle ihre Figuren vom Spielfeld geworfen. In diesem Fall hätte ich gewonnen.
Wir machen aber noch eine Partie. Partie Nummer 2. Ich habe die niedrigere Zahl. Ich darf anfangen. 1. Ich darf eine Figur um ein Feld bewegen. Das reklamiere ich sofort, denn das hier ist ihr erster Wurf. Sie muss mit den beiden letzten Figuren um 6 Felder ziehen. Erst jetzt ist es so, dass man mit einer 6 jegliche Figur ziehen darf. Solange der Zug gültig ist und nicht auf einem Feld landet, wo eine eigene Figur ist. Wie gesagt, im ersten Zug ist es bei einer 6 immer so, dass die beiden letzten eigenen Figuren gezogen werden müssen. Bei einem 6er-Pasch die letzten 4 eigenen Figuren. Eine 6 und eine 1. 6, 1. Stopp mal. 1. Niedrige Zahl muss immer zuerst gezogen werden, die 1. Dann die 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und dann ziehe ich nochmal 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Noelle ist an der Reihe. Ich bin an der Reihe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, na gut. Zählen wir mal rückwärts. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann würde ich den nehmen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Noel ist an der Reihe. Okay, erstmal hier mit um ein Feld vor. Dann habe ich das abgearbeitet. Und ich rücke mit dem ein Feld vor. Weil es ein Pasch ist, darf ich nochmal würfeln. Und Noel ist an der Reihe. Damit werde ich schon mal nicht rücken, sonst könnte sie mich da rauswerfen. Die Felder sind auch weder mit einer 1 oder einer 6 erreichbar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Den rücke ich eins vor. Falls sie den im nächsten Wurf nicht wegziehen kann und ich vielleicht Glück habe und später eine 6 würfel, wäre der in Schlagreichweite. Sie kann ihren Stein nicht bewegen. Jetzt fehlt mir nur noch eine 6. Da ist die 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das hilft mir auch nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sie hatte ein 5er-Pasch. Weil das hier noch im Basisspiel ist, sie zwei Figuren hat, darf sie zwei Figuren um 5 Felder ziehen oder eine Figur zweimal um 5 Felder. Und nochmal würfeln. Ich habe auch ein 5er-Pasch. 1, 2, 3, 4, 5. Das. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Das
1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ich darf nochmal würfeln. Jetzt rücke ich diese Figur ein Feld vor. Ab jetzt ist es für Noel nicht... Ha! Denkfehler. Ab jetzt kann Noel doch mit einem Sechserpasch diese Figur schlagen, weil sie dann 1, 2, 3, 4 Eckfelder vorrücken kann. Es wäre intelligenter gewesen, die Figur auf dem Feld zu lassen, weil 1, 2, 3 ist in der zweiten Phase des Spiels für die Person mit einer Figur nicht erreichbar. Also 3 Eckfelder weiter wäre ich sicher gewesen, jetzt 4 Eckfelder weiter bin ich beim Sechserpasch in Gefahr. Schauen wir mal, was sie würfelt. Nichts Bedrohliches. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gut. Ich muss zuerst die niedrigere Zahl ziehen. Dann ziehe ich die. Und dann 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann schlage ich die letzte Figur und habe gewonnen. Das war meine Vorstellung des Spiels Ad Elta Stelpur. Wenn euch die Vorstellung gefallen hat und ihr den Kanal unterstützen wollt, so würde ich mich über ein Like und ein Abo freuen. Wie gesagt, ein Abonnent hat gewünscht, dass ich dieses Spiel vorstelle, weil er weder deutsche noch englische Regeln zu diesem Spiel gefunden hat. Das habe ich sehr gerne gemacht. In diesem Fall war es möglich, das Spiel auch innerhalb von einer Woche zu erklären und dazu ein Video zu machen. Wenn ihr andere Spiele habt, die ihr gerne erklärt haben wollt, dann schreibt einfach einen Kommentar unten unter das Video oder schreibt mich einfach so an. Ich werde versuchen, das zu machen. Es wird nicht so sein wie in diesem Fall, dass ich innerhalb von einer Woche ein Video dazu machen werde. Aber ich verspreche euch, solange es sich um alte Spiele handelt, dass ich mich drum kümmern werde, dass ich möglichst schnell ein Video erstelle. Der Kanal beschäftigt sich nur mit alten Spielen. Das heißt, wenn ihr Fragen zu einem Spiel habt, dann muss es natürlich auch ein altes Spiel sein. Vielen Dank fürs Zuschauen und vielen Dank an Noel fürs Mitspielen.